Hallo, was macht Sachen? Ja, schon wie vor ein paar Wochen angekündigt, möchte ich mit euch über Aufträge sprechen. Ich habe jetzt schon eine Weile als freiberuflicher Künstler gearbeitet und ein paar Aufträge gemacht. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich mal ganz interessant, wenn wir mal ein paar Szenarien durchgehen, die ich so erlebt habe, weil es könnte unter anderem doch lustig sein oder auch informativ für den einen oder anderen, der halt Sachen in Auftrag geben möchte oder halt eventuell sogar selber Aufträge anbieten möchte. Einfach so ein paar Sachen, die man halt einfach vielleicht nicht so machen sollte. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Hallo, ich habe Ihre Anzeige gesehen. Ich möchte von Ihnen ein Bild von meinem Sohn. Ja, kein Problem. Haben Sie eine Referenz für mich, dass ich ihn zeichnen kann? Ja, hier, bitteschön. Schön, ich werde Ihnen eine Skizze machen und dann können wir weiteres besprechen. Okay. Hier ist die Skizze. Was halten Sie davon? Ich erkenne ja meinen Sohn gar nicht auf diesem Bild. Wie meinen Sie das? Ja, das ist ja digital und das ist ein Cartoon. Ja, wie alle meine Bilder. Ich dachte, wir machen das mit Bleistift. Nein, ich habe nur digitale Bilder, wie auch in meiner Anzeige zu sehen ist. Ja, ich dachte, das wäre mit Bleistift. Können Sie dies nicht mit Bleistift zeichnen? Sag, nein, ich habe seit Jahren nicht mit Bleistift gezeichnet. Ich zeichne momentan nur digital. Ja, aber Sie können doch bestimmt mit Bleistift zeichnen. Nein, ich zeichne nur digital. Ich zeichne nicht mit Bleistift. Ihr Künstler können doch immer alles zeichnen. Gute Frau, das funktioniert so nicht. Wenn Sie kochen können, können Sie auch nicht gleichzeitig backen. Das ist doch gar nicht das Gleiche. Warum ist das nicht das Gleiche? Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber nur weil ich digital zeichne, heißt das noch lange nicht, auch mit Bleistift oder Wasserfarbe zeichnen kann. Wieso denn nicht? Das ist was ganz anderes. Hey, du machst Emotes, oder? Ja, ich mache auch Emotes. Gut, ich brauche welche für meinen Twitch. Okay, hast du schon eine Idee, was du möchtest? Ja, ich möchte einen Hunde haben und diese Gesichtsausdrücke. Okay, ich mache dir eine Skizze fertig. Und wenn du die bestätigt hast, mache ich dir die ganzen Emotes fertig. Hier ist die Skizze. Gibt es noch irgendwelche Zusätze, die ich machen soll? Nee, nee, ist gut so. Okay, dann mache ich die jetzt fertig und schicke dir die. Hier, bitte, deine Emotes. Wieso bewegen die sich nicht? Das sind normale Emotes. Ja, die bewegen sich nicht. Ja, die sind auch nicht animiert. Das sind normale Emotes. Ja, aber ich brauche die animiert. Dann hättest du mir das sagen sollen. Ja, weißt du das nicht? Nein, ich kann leider keine Gedanken lesen. Und wenn jemand Emotes bestellt, nehme ich an, das sind normale Emotes und keine animierten Emotes. Das sind verschiedene Sachen. Oh, das ist jetzt doof. Und jetzt? Ich kann die im Nachhinein auch animieren, aber es würde ich extra kosten. Wieso? Ich habe doch bezahlt. Ja, für Emotes. Für Animationen ist es mehr, weil ich mehr Arbeit damit habe. Ach so, Mist. Nee, da will ich die nicht. Okay. Wie gesagt, nächstes Mal sag einfach vorher Bescheid, was genau du möchtest. Dann vermeidet man solche Situationen. Hallo, machst du auch Klamotten für YouTuber? Ja, ich kann auch Klamotten für YouTuber machen. Hast du was oder soll ich dir was modellieren? Du musst mir was modellieren. Okay, kann ich machen? Ich brauche dazu deinen Avatar, damit die Klamotten auch direkt an den passen. Okay, hier. Was für eine Jacke soll es denn sein? Hallo? Ich bräuchte eine Referenz für die Jacke, dass ich weiß, was dein Charakter anhaben soll. Hallo? Ich bräuchte eine Referenz für die Jacke, die dein YouTuber haben soll. Ich kann nicht anfangen, bevor du mir nicht sagst, was für eine Jacke dein Charakter tragen soll. Hallo? Hast du mich vergessen? Ich bräuchte ein Bild der Jacke, die du haben möchtest. Ich weiß ja leider nicht, welche Jacke ich dem Charakter anziehen soll. Hier. Okay, du möchtest, dass der YouTuber diese Jacke trägt. Genau wie der Charakter, den du mir da gegeben hast. Ja, genau die Jacke. Okay, ich schick dir zwischendurch ein paar Bilder, damit du siehst, wie weit ich gerade bin. Was hältst du hiervon? Sind die Ärmel so okay oder soll ich sie ein bisschen länger machen? Ich bin fast fertig mit dem Modell. Es fehlt nur noch die Texturierung. Okay, ich bin jetzt fertig mit deinem Modell und es funktioniert alles wunderbar in VC Face. Nutzt du andere Programme? Soll ich da direkt was testen? Das ist gar nicht die Jacke, die ich haben wollte. Du hattest mir den Namen von diesem Charakter gegeben. Ich sollte diese Jacke machen. Ich habe dir auch mehrere Zwischenschritte geschickt. Wieso hast du da nicht da was gesagt? Da habe ich das nicht gesehen. Wie kannst du das nicht gesehen haben? Man hat doch direkt gesehen, was es ist. Ich habe dir Bilder aus mehreren Winkeln geschickt. Zur Not hättest du nachfragen können. Ja, die Jacke soll so aussehen. Das ist eine vollkommen andere Jacke. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Kannst du hier anpassen. Nein, ich muss ein komplett neues Modell machen. Wie? Kannst du das nicht einfach anpassen? Wie gesagt, das ist eine komplett andere Jacke. Ich könnte höchstens den Reißverschluss beibehalten. Der Rest muss neu modelliert werden. Du müsstest eine zweite Jacke kaufen. Ich hab doch schon eine gekauft. Ja, aber das war ja nicht die, die du möchtest. Und du hast mir auch nicht gesagt, dass es nicht die ist, die du möchtest. Erst zum Schluss, als ich sie dir schicken möchte. Das kann nicht sein. Eine Schweinerei. Hallo, ich habe ein Problem mit meinem YouTuber. Du kennst dich doch damit aus. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Der spricht nicht. Wie genau meinst du das?
Ja, wenn ich den nutze, dann spricht er nicht. Der bewegt den Mund nicht. Okay, hat er eventuell keine Blendshapes oder sind die nicht richtig eingestellt? Keine was? Keine Ahnung. Okay, kannst du mir den Charakter mal schicken? Dann schaue ich mir das mal an. Okay, hier. Okay, ich habe mir das mal angesehen und wie ich gedacht habe, dein Charakter hat gar keine Blendshapes. Keine was? Ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. Okay, um es einfach zu machen, die Blendshapes sind für die Mimik zuständig. Damit spricht und zeigt dein Charakter Emotionen. Ja, die hat er nicht. Kannst du die machen? Ja, ich kann dir gegen dieses Entgelt die Basic Blendshapes machen, die du so brauchst. Wie, das kostet Geld? Ich habe so viel für den Charakter ausgegeben. Du könntest auch den Original-Modeler einfach fragen, warum der Charakter keine Blendshapes hat. Er spricht nicht mehr mit mir. Kannst du das nicht machen? Wie gesagt, gegen dieses Entgelt kann ich dir das gerne machen. Ja, kannst du das nicht einfach so für mich machen? Nein, wie gesagt, das ist eine Menge Arbeit und ich möchte die Arbeit nicht umsonst machen. Ist ja nicht umsonst, ist ja für mich. Wie gesagt, das ist eine Menge Arbeit und ich habe keine Lust, stundenlang an einem Modell zu setzen und nichts davon zu haben. Ja, komm, nur für mich, Ausnahme. Sag ich, kann ich immer Ausnahmen machen? Ja, ist ja auch nur für mich. Für die anderen musst du keine Ausnahme machen. Komm, bitte, bitte, bitte. Ich frage mich, warum der andere Modeller nicht mehr mit mir spricht. Hallo, du machst auch 3D-Modelle. Ja. Ich brauche welche für mein Spiel. Was kostet das? Kommt ganz drauf an, was du brauchst. Ja, für Unity. Das hatte ich jetzt zwar nicht gemeint, ich meinte eher, welche Meshes und wie viele du brauchst. Ja, ich mache was wie Slenderman. Also brauchst du einen Wald. Nein, ein Haus. Okay, hast du schon eine Ahnung über Levelgestaltung? Nein, das habe ich noch nicht. Okay, vielleicht sollten wir es so machen, dass du dir erstmal Gedanken über Levelgestaltung machst und dann fragst du mich nochmal an und dann kann ich dir sagen, welche Meshes du brauchst und wie viel das kosten würde. Ja, kannst du das nicht einfach machen? Wie gesagt, ich kann hier einfach so random ein Haus bauen, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es das ist, was du haben möchtest. Du hast mir keinerlei Referenzen gemacht und anscheinend hast du auch keine feste Idee, was du eigentlich haben möchtest. Ja, kannst du da nicht einfach das Spiel machen und wir verkaufen das dann? Ich soll das ganze Spiel alleine machen? Ja, du hast ja da Ahnung von. Wie gesagt, ich bin Games Artist, ich kann hier jede Menge Meshes erstellen, aber ich kann nicht programmieren und schon gar kein komplettes Spiel alleine. Ja, du bist ja nicht allein, ich bin ja auch da. Und du übernimmst welche Aufgaben? Ja, ich bin dann der Publisher. Okay, du hast Game Designer oder Programmierer? Nein, das machst du. Nein, das mache ich nicht. Ich bin, wie gesagt, Games Artist und für die anderen Bereiche nicht zuständig. Zumal kann ich nicht programmieren. Ja, kannst du das nicht einfach lernen? Nein. Wieso nicht? Warum sollte ich jetzt noch programmieren lernen? Das ist ja eine Aufgabe, die du eigentlich machen solltest, wenn du ein Spiel haben möchtest. Ja, aber das ist auch anstrengend. Ja, zu Recht, aber du möchtest ein Spiel haben, also musst du entweder Programmierer einstellen oder selber programmieren lernen. Ja, warum machst du das dann nicht einfach für mich? Das verkauft sich ja dann. Selbst wenn ich das machen würde, warum soll ich dann mit dir zusammen in einem Spiel setzen? Du hast ja anscheinend keinerlei Erfahrung oder Eignung. Ja, aber ich kann das publishen. Ich bezweifle, dass das überhaupt in irgendeiner Richtung funktioniert. Ja, komm schon, du kannst mir meinen Traum auch erfüllen. Ja, und du machst dafür nichts. Ja, doch, Publisher. Das funktioniert so nicht, mein Freund. Ja, und das waren jetzt 15 Jahre, die mir während der Arbeit als freiberuflicher Künstler so passiert sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, es hat euch gefallen. Schon hier unten hinten seid und so weit geguckt habt, lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Eine Glocke geht noch nicht, vielleicht kriege ich die in den nächsten 2 Jahren oder so. 600 haben wir, bis zu 1000, vielleicht auch nochmal 2 Jahre oder so. Ach, keine Ahnung, ist doch egal. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach mal ein bisschen Feedback da und dann sehen wir uns im nächsten Video.